Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Tales of Arise. Wir unterhalten uns jetzt mit Leuten, um herauszufinden, ob die alle so kacke sind, wie wir denken, oder eben nicht. Darf ich deine Rüstung anziehen? Du musst nur hineinwachsen. Okay. Das ist eine Todesfalle, das ist Five Nights at Freddy's mäßig. Ne? Der geht da rein, dann gehen die Klappen zu und knirsch, Knochen kaputt. I hear a voice. Oder auch Somebody's nicht. Asking for help. Hopefully it's nothing that ja, too hard to do. Ja, so sieht er auch aus, dass der mitten in die Luft förmlich brüllt, ich brauche Hilfe. Right. Wir sind aus der Stadt gekommen. Heißt es nicht, wir sind von hier, wenn wir so antworten? Granitzähne doch, na klar, kein Ding. That can't be. Wenn sie auf Gift stoßen. Also wie Kanarienvögel, nur ein bisschen humaner, ne? How's this? Bitte sehr. So viele können wir abgeben. 4. Natürlich. Hey! Mach sie bitte in Waffen! Ah, ich brauche Waffen! Hörner zum Verkosten. Ja, gut. Okay, dokili sozusagen. You need to stop this fixation with weapons. But you're the same way about food. Are you planning to stop that? Sagt wer? Also ich bin da in dem Fall ganz auf Alfons Seite, weil je mehr Waffen ich habe, desto glücklicher bin ich. Oder um genau zu sein, je besser meine Waffe ist, desto glücklicher bin ich. Es ist nicht die Anzahl von Waffen, die mich glücklich macht, sondern ne, der Wert oder die hohe Angriffszahl, die dann da steht. Solltest du nicht arbeiten. Solltest du dir nicht einen größeren Stuhl besorgen, ist vielleicht die andere Frage. Geh wieder arbeiten, ich will in Ruhe meinen Drink trinken. Ah, ich hab Viech, das groß geworden ist, schön. Irgendwo hier ist eine Eule. Toll, jetzt höre ich die Eule und sehe die Eule nicht. Ich komme der Eule näher. Ah, Heiligenschein-Eule. Oder Nimbus, ja. Aber es ist ein Heiligenschein, nur schreibt das ja keiner, ne? Look, Hoodle, one of your buddies. Oben ist nichts, unten zwei Quests, zwei Sterne noch. Okay. Erstmal gegen den armen alten Mann rennen. Es tut mir leid, armer alter Mann. Ja. I guess. Okay. Sure. Geht lieber zum Übungsgelände. Ist das eine Art Code für eine Art Arena, in der man als Sport völlig fremdem kämpft und sich gegenseitig tötet? Ah, Blutlust! Nein, da übt man nur. Okay. Sure. Also wenn das die Arena sein sollte, von der ich mal gehört habe, durch die ganzen DLCs, dann können wir da interessante Sachen angucken. Ich hoffe nur, da steht so ein Levelpunkt nach dem Motto, du solltest für diesen Übungskampf Level bla haben. Dann weiß ich, okay, ich habe Level bla, ich bin sogar Level blö, also kann ich Level bla ohne Probleme machen, sozusagen. Welches Ding? Ja, der Drache. Tatsache. Das war easy. Ja, gut. Alright. Hey.
Kopfgeld abholen. Das klingt nicht mal nach dem Drachen, aber der meint den Drachen. Haben wir gut gemacht. Was ist das jetzt wieder? So, der Kopfgeldjäger. Ah, nice. Erhöht maximaler All. Yes. Immer sehr schön. Panzerung durchbrechen, ja. Einfacheres Überlimit. Der ist doch so schon alle Nase lang im Überlimit, aber egal. Hela, mach mehr Überlimit. Okidoki. Gut, Übungsgelände gucken wir uns gleich an. Da unten ist halt noch ein Stern und eine Quest. Und mehr von meinem Viech wird erwachsen, sehr schön. Hallo Kinder! Sind die auch alle nett zu euch? Ein unglaublich interessantes Gespräch. What's wrong? Ich wollte schon sagen, das ist der doch oder nicht? Ja. Natürlich bist du hungrig. Gib ihm ein paar Pilze. How? Hauptsache einfach irgendwelche Pilze essen, die wir auf dem Wegesrand gefunden haben. Immer gut. Magst du Fleisch? Yeah! Vegetarier, Lor. Vegetarier. Und Veganer. Ja, er hat nur ein streng geheimes Rezept aus dem Königspalast geklaut. Das ist kein böser Mann. Got it. Yes. Huh? Keine ganze Kuh klauen. Ja, der ist klar. Palastdelikatesse, Gourmet-Saga. Okay. Ja, mach mal. Haben wir das nicht alles schon? Why are we humoring this old man again? Because there's no way I'm passing up the top secret palace recipe, okay? Sprichwörtlich Rind. Habe ich sprichwörtlich Rind? Yeah. What? Habe ich nicht. Ich habe wahrscheinlich Fleisch und nicht Rind. Jetzt muss ich mich halt einmal auf meinen Hof teleportieren und ein Rind schlachten. Ey! Also ich schätze mal, dafür ist das, ne? Sprichwörtlich, dass man tatsächlich eine Kuh bekommt. Da ist ein Stein im Weg. Hallo. Wie bekomme ich mein Fleisch, guter Mann? Falscher Knopf. Rind, Schwein, Hühnchen, ja, perfekt. Eine Kuh. Ich meine, so wichtig ist das dann nicht, ne? Ein Schwein. Und. Habe ich schon wieder Speck. Und ein Huhn, so. Schön fettes, gutes Zeugs. Wir haben das, was wir brauchen. Da hat sich doch alles perfekt ausgespielt, sozusagen. Jetzt sind alle wieder im Stall. Okay, gut. Wollte schon sagen, ich habe immer noch keinen Schnellreisepunkt, aber doch habe ich alles gut. Außer, dass ich halt trotzdem wieder da runterlaufen muss. Abgesehen davon ist alles gut. Always good to be back in familiar territory. Guter Mann! Guter Mann! Ich habe Rindfleisch! Von meiner eigens geschlachteten Kuh. Da darf man auch nicht so drüber nachdenken. Das ist ein, also, es ist der Lauf der Dinge. Ist bei uns auch nicht anders, aber. So, ups. Hier Kochgeräusche einfach. Right. Fünf Stunden? I don't believe this. I don't believe this. Das hat der von Eggman gelernt, oder was? Great. Very nice. Wir standen da jetzt tatsächlich fünf Stunden lang rum und haben gekocht, mitten auf der Straße.
guess. Law. Yeah! Whoa! Is that? Oh, this is bad. Real bad. Das ist schlecht. Echt schlecht. Just great. Yes! Naja. Mehr Rezepte halt, ne? Mehr Rezepte. Man, that was amazing! No wonder the old man was so gung-ho about it. See? What did I tell you? Shion, you've got sauce on your face. Was so ist in sich. Ah, unglaublich. Übungsgelände, genau. Bevor wir ganz normal weitermachen, Übungsgelände. Zumindest mal angucken. Ne? So, hallo Übungsgelände. Ich bin es. Der Kommi. Oder die Quest abschließen, weil ich es mir angeguckt habe. So, ja, das ist in der Tat ein Übungsgelände. Das sehe ich direkt. Wir wollen die Besten der Besten werfen. Yeah. Ja, wie ist es denn? Sieht man da irgendwas? Also, nö, nicht wirklich. Scharfer Gigazahn, Rasierklingenfeder, Rosmarin. Steht einfach nur Level und das war's. Weil das hier sind definitiv die DLC-Teile, die man runterladen konnte, das weiß ich. Hier habe ich keine Ahnung. Ah, da oben in ganz klein steht das. Ah. Ich habe gefunden, was ich gesucht habe. Es wäre mir in größer irgendwie lieber gewesen, aber ich habe gefunden, was ich gesucht habe. Ich habe es auch wahrscheinlich schon wieder geschafft, RimWorld zu aktivieren, obwohl ich das gar nicht will. Au, 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 hänge ihn irgendwo ran. Ah, einfach mal drauf, der kleine fällt schon von mir, dann passt schon. Anyway, ja, da dürfte aber mehr Kämpfe kommen als einer, oder? Ja. Also alles andere wäre ein bisschen merkwürdig gewesen. Also wenn sie jetzt gesagt hätten, ja, 3 Minuten, aber du kämpfst nur eine Runde gegen Affen. Das wäre halt tatsächlich sehr, sehr wenig Kämpfe gewesen, so gesehen. In gewisser Weise wäre das toll gewesen, müssten wir nicht mehr Kämpfe so machen, aber grundsätzlich wäre das merkwürdig gewesen. Ich habe nicht mal ich habe nicht mal mitgekriegt, dass er überhaupt ins Überlimit gegangen ist. Auf einmal wird hier alles komisch unterbrochen, er knallt da wieder seine mystische Art raus, so, ja, okay. Hab ich nichts gegen. Ist halt nur mal sehr unterhaltsam. Ganz oft das Tor erweitert. Das war toll! Ja, wenn ich mich nicht irre, ist euer erster Sieg. Ja. Okay, 30, 40er, 80er, dann kommen wir irgendwann dazu. Wie ist das hier? 25, 20.
Schaden, der nur zugefügt wird, wenn ein Gegner niedergestreckt wurde. Naja. Interessant. Dann könnte man auch sagen, hier, ne? Ja. Gut, interessiert mich jetzt nicht großartig, aber können wir machen. Andere Frage, die sich mir stellt, ist... ob HP und KP etc. durch die Kämpfe in Mitleidenschaft gezogen werden draußen? Antwort nein. Ist die richtige Antwort übrigens, wenn man sowas hat, dann sollte das nein sein. Du hast einen Besen. Oder reden wir über das Kleid. So hast du den Besen gekauft für mich. Das ist großes Kino. You never know. It could all be an act on orders from the Renans. To what end? It would be an incredible amount of effort just to fool us. Let's check out more of the city. There's probably places we haven't seen yet. Mehr von der Stadt angucken. Okay. Einmal wieder zurück, mitten in die Stadt hinein. Vielen Dank. My dad's working in the quarry today. So is mine. I'm gonna help him when I grow up. Meine Charaktere jetzt so Steinbruch, ha? Huh? Looks like Danans are working in the quarry. Let's go check it out. Ich wusste es. So do any of you know anything about Lord Dohalim? I think I remember hearing something back in Cislodan about how he fights using a rod. A rod? I don't know the details, but from what I gather, he swings a long rod around and uses it to stab and smack people from afar. I think there's also something he does with, like, trees or grass or something. I forget. Grass? Bear in mind that Eldamen and Sia harvests Earth astral energy. It would be no surprise for him to have some sort of control over plants. So basically the point is we know nothing about the guy. Wish we weren't going in completely blind. Okay. Mehr wollte ich nicht. Einfach nur das Gespräch da durchlaufen lassen. Dann gehen wir mal gucken. Gehen wir uns diese fürchterliche, bösartige Sklavenarbeit mal angucken. Das geht ja gar nicht. Stay sharp. We're going in. I'm sorry. I'm not feeling well today. Could I please take the day off? Oh, that's terrible. Rest up and try not to strain yourself. I'll let the others know. Thank you. I appreciate it. Die haben sogar Ventilatoren. Abgefahren. Ich helfe mal mit beim Bergabbau, ne? Hier. Macht euch nichts raus. Ist alles, alles in Ordnung. Ich gehöre hierzu. And it seems like the soldiers are there to actually protect them rather than keep an eye on them. I don't get it. How can it be like this? Keine Ahnung, vielleicht kann man Erdenergie nur abbauen, indem man Steine haut und dabei müssen die Leute noch glücklich sein. Und schon haben wir Sinn und Zweck des Ganzen oder so. Halt! I presume you're Alfin of Orbis Calaglia? I'm Captain Kisara of the Eldamen and Sia Guard. Just Kisara? No last name would make you a Danan. So it does. Is that a problem? The Guard. Wait, so you're saying the Lord of Eldamen and Sia has Danans protecting him? In this country, Danan guardsmen aren't unusual. Everyone who enlists does so of their own free will. She sounds like she's serious, Alfin. That makes no sense. Don't your people remember 7 years ago? Wouldn't you be grateful if you were finally allowed to live as a free person? And for my part, there is no greater honor than being chosen to serve His Excellency, Lord Dohalim. I feel no shame. But all of that aside, I came seeking you, Alfin, at Lord Dohalim's behest. He wishes an audience with you. With us?
Indeed. He awaits you at Ottolina Palace. That is, if you choose to accept. I am here only as a messenger, not a kidnapper. Your reply? All right. We'll meet your lord. Very well. I shall return and deliver your acceptance. Please don't keep him waiting too long. Before you go, what lies beyond this point? A quarry manned by Danann laborers. Nothing else? There's a Danann medical facility for the severely ill at the back. However, for sanitation reasons, it's kept off limits, even to guardsmen. That was odd. Why do you think this Doaleem would want to see us? It's probably a trap. Still, they already know we're here. Not like we can start being stealthy now. We might as well listen to what he has to say. Hey, are you sure about going? What if it's a trap? That's no reason to back out now. Law's right. I get your concern, but we should buckle down. That Kisara woman. She sounded pretty smug about serving Doaleem, didn't she? She still has a Renin for a boss. How is that any different from being a slave? Renin society is a meritocracy. To us, it's seen as natural that those who sit at the top rule over the rest. It's the same old wall as the rest of Danann at the end of the day, just with a different coat of paint. I guess it can change people's attitudes if they can at least serve someone they respect. But they're still being deceived. It's obvious that's what's happening. On the one hand, her loyalty really did seem to be genuine. But on the other hand, Calaglia had its fair share of Danans who just accepted Renin rule because it was all they'd ever known. With that in mind, it can be hard to tell if her loyalty truly came about on its own, or if it's just the result of years of subjugation. Who knows? It might clear some things up if we hear what Doaleem has to say. Yeah, you're right. Let's make our way to the palace. Ja, dann gehen wir mal noch zum Palast. Ich denke, das passt noch ganz gut ins Video rein. Immerhin sind wir jetzt hier nur blöde durch die Gegend gelaufen. Hätte ich noch mal gegen den Drachen kämpfen müssen oder hätte ich jetzt erst gegen den Drachen kämpfen müssen, das wäre was anderes gewesen. You think it's dangerous to go inside? It's not a question of danger. We're going inside regardless. I just don't get it. The Danans have endured years of suffering. How could they just turn around and trust the Renins all of a sudden? Yeah, I've been wondering the same thing. But I guess they must have a pretty good reason, right? Like what? What could erase 300 years of pain and suffering? Maybe it's precisely because they suffered for so long that they see Doaleem as something of a savior. Hey, whose side are you on here, Alphen? Relax, Rinwell. All I'm saying is that we shouldn't jump to assumptions about these people until we know more about the situation. I just don't get it. Also, falls wir es nicht wussten, sie versteht es. Und ich meine, ja gut, ne? Wir haben jetzt zwei Reiche gesehen. Übrigens, das leuchtet hier. Definitiv abbiegen. Wir haben zwei Reiche gesehen, in denen es halt drastisch anders zugeht. Ne? Und jetzt haben wir hier dieses... Hier ist alles super, ne? Der Lego-Song halt, so nach dem Motto. Hey, da sind wir wieder. Eine Petition. Bitte wartet. Wir müssen erstmal unseren Thronfolger laden lassen. Pretty fancy place they got here. There's no way this isn't a trap. Your guest, my lord. Thank you, Kisara. You're the wielder of the Blazing Sword, the liberator of Calaglia. You do dress humbly for someone of such grandeur. But where are my manners? I am the ruler of Elda Menencia,
I'm Lord Dohilim Ilkaris. If you know who we are, then you know how strange it is to invite us into your palace. I thought I'd clear up your misconceptions before things could escalate. What do you say? You did come here to defeat me, did you not? Perhaps, and what if we did? Are you planning to fight us here? I don't think that will be necessary. After all, I imagine you've taken in a fair amount of his scent by this point. Have you come across even one slave being abused? Soldiers killing for sport? Suffering of any form? I would hazard that you have not. For I have liberated Menencia from its suffering and brought joy to its people. But if these results are not enough to stay your sword... I commend you for your boldness, but it won't work on me. Still, your would-be assassination cannot go unpunished. Alfin! Fair enough. Allow me to host you for dinner. We shall continue our talk then. Kelzalik? Yes, my lord. Please escort our guests, if you would be so kind. As you wish, sire. That's what you get for being so careless. What I get? What were you thinking, attacking him on your own? What are you upset about? Our whole goal is supposed to be overthrowing the Lords, remember? He could have been hurt. And it wouldn't have been the first time either. What's gotten into you? Hey, you do know that Alfin is really just worried about you, right? He's worried? I mean, that's what it looked like to me. Maybe not. Und dafür bekommen wir die tickende Zeitbombe, welche wieder meine Maximal-AE erhöht, was ich immer gut finde. Wird Zeit, dass ich darauf spare. Lunarkorruption klingt aber auch verdammt gut. Die Beschreibung klingt ein bisschen langweilig, aber ne? Klingt sehr schön. It pains me to see that Renan cuisine isn't to your liking. I asked my chefs to prepare only the finest delicacies available. Two wasted opportunities. Why did you set the Danans here free when you took over? But you are mistaken. You see, I may rule single-handedly, but on my own even I cannot change the order of things. But what is within my power is the welfare of the people. The fostering of a mutual respect among the classes. This I can change. Sounds a lot like the Danans are still oppressed, if you ask me. Only in the sense they continue to serve as laborers, yes. However, I assure you they are fairly compensated for their efforts. This harmony we strive for is the current pinnacle of Renan-Danan coexistence. Harmony and coexistence between the Renans and the Danans. What about the crown contest? This doesn't exactly make you a shoo-in. And yet, the Danans here are even more productive than when they used to face daily lashings. In any case, the crown contest is of little importance to me, and even less to Elda Menencia. You see, I have no interest in becoming sovereign.
this. Please, it's over. Stop! It is not by choice that one assumes the throne of a realm. But sovereign is a different matter entirely. I have no interest in playing their game. Are you saying you'll withdraw from the contest? I guess if you don't plan to ascend the throne, there's not much reason to harvest energy from Danans, is there? Let the ambitious fight it out amongst themselves. All I care for is maintaining peace throughout my realm. So what? Your personal desires are all that matter to you? Take a look in the mirror. I may not play their games, but you have outright betrayed your own. You've torn down two of my fellow lords. What precisely is your aim? Spare me your answer. I care not for your reasons. Suffice it to say, I will not impede you. That said, should you threaten the peace of my realm, I will respond. I suggest you conclude your business and leave Menencia at your earliest convenience. Kel'Zelik! Our guests depart. Please see to their lodgings for the night. I shall arrange for rooms for you all at a local inn. It is a short ways down the road. You may stay there for the night, after which I suggest you promptly make your departure. Damn, look at how ritzy this place is. How many rooms do you think it's got? Don't you think you're being a little too relaxed? They could strike at any moment. If they were going to attack us, they would have done it already. So you're the Blazing Sword of Calaglia now, huh? Come to think of it, I remember Ganabelt calling you that too. Yeah, you're getting to be pretty famous among the lords. Yeah, and that's not a good thing either. What do you mean? That's something you should be proud of, if anything, Alfin. They're scared of you, man! You're a real badass! It's not as simple as that, Law. The more well-known he is, the more people might come after him. No, that's not what I'm worried about. It isn't? When people call me that, it feels like there's something hanging over me that shouldn't be there. It's hard to put into words, but it's something that doesn't feel like a part of me. Something I can't let be a part of me. Or else... Well, I still think it's pretty amazing, but that's just me. Nun, ich stimme Lore in gewisser Weise zu. Bin gespannt, ob das mal irgendwo hinführt. Habe die Befürchtung, dass die Antwort darauf Nein sein wird. Meine Güte, ist hier eine Menge los. Wo scheinbar in keinem dieser Räume überhaupt irgendwas los ist, sozusagen. Ja. Beim nächsten Mal gehen wir pennen. Und dann gehen wir halt woanders hin, wenn hier nichts los ist. Mir doch egal.